Das letzte Ziel war Wolf, aber ich hatte keine Ahnung, wo er sich versteckte. Ich wusste, dass die Russen einen Sonderbefehlsposten in Ost-Berlin hatten. Vielleicht stand er mit ihnen in Kontakt. Ich packte meine Sachen und ging hinaus, folgte dem Kampflärm und dem Dröhnen des Panzerfeuers. Es war so ziemlich der gefährlichste Ort, zu dem ich gehen konnte. Aber ich brauchte Antworten. Und ich konnte sie nur so erhalten. Ja, damit herzlich willkommen zurück zur Sniper Elite V2. Es wird immer schöner. Es wird immer schöner. Es wird immer schöner. So, zerstört den Panzer, der die Kommandozentrale schützt. Okay, wir sehen wenigstens mal, wo wir starten. Da ist ein Flugzeug in der Straße gelandet. Und da irgendwo steht wahrscheinlich der Panzer rum. Ich denke aber eher, dass der außen rum fährt. Hä? Ich weiß es nicht. So, kommen wir mal hierzu. Hier haben wir nämlich ein bisschen was Neues. Das kennen wir, das kennen wir, das haben wir freigeschaltet gehabt. Die kennen wir, die kennen wir, die kennen wir. Kennen wir die Lee Enfield schon? Ich weiß es nicht. MD1 Garant, die Typ 99 zum Beispiel, die kann man noch nicht. Bewältigt nur 5 Schuss pro Hallo? Nur 5 Schuss pro Magazin, verfügt aber über hohe Mindestgeschwindigkeit, hohen Zoom. Hier haben wir, glaube ich, auch noch irgendwas Neues. Genau, hier zum Beispiel die da, die Blischkavica, weiß ich nicht, keine Ahnung. Heißt irgendwas mit Blitzschnell oder irgendwie sowas. Hohe Schadensrate, erheblich geringere Genauigkeit auf die Distanz, ist die polnische Blyskawica eine tolle Waffe für den Nahkampf. Dann haben wir hier noch eine MP44. Hohe Schussrate, wirksame Schussweite, machen die MP44 der MP40 gegenüber überlegen. Sollte die etwas geringere Schadensrate beachtet werden. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Aber hier was Neues? Nö. Okay, das müsste alles noch so sein. Ne? Die kennen wir, glaube ich, alle so. Da war das Sniper Elite Franchise im Angebot und habe ich mal die ganzen DLCs noch mit dazu gekauft. Was soll's. So, F1 Granate, bla bla, Stiergranate, Landmine, Stolpermine, meine Maus. Warte mal. Toll. Meine Katze hat scheinbar in der Nacht auf meinem Schreibtisch gelegen, hat gepennt. Jetzt ist da so ein blödes Katzenhaar unter dem DPI-Sensor gewesen. Glückwunsch. Ich weiß nicht, wie diese Katze so haaren kann. Die müsste nackt sein. So, wir nehmen mal die MP44 und die... Nehmen wir die Typ 99? Ja, nehmen wir mal. Die... Ja, lass mal die schallgedämpft, mein Gott. Das behalten wir alles, das Dynamit. Ja, wir behalten es. Scheiß drauf. Komm. So, zerstört den Panzer, der die Kommandozentrale beschützt. Hier fallen wieder überall Bomben, das ist natürlich super. So, ein bisschen gucken. Ist tatsächlich gar kein so schlechter Zoom. Wenn ich jetzt so gucke, wenn ich durch den Zoom gucke, da ist übrigens eine Flasche. Und weg damit. Wie das aussah. Ist aber ziemlich laut, wenn ich das mal so festhalten darf. Ja, wir probieren hier einfach mal aus. Hier haben wir die MP44. 30 Schuss im Magazin, ist also ein bisschen weniger als bei der 40. Ja, und halt die Velvet. Das ist alle Kackteil. Da ist irgendeine Alpha-Wand im Weg, auch nicht schlecht. So, da ist niemand. Nein. Mal gucken. Ich gehe mal hier zur Wand, Mauer, weiß ich schon. Da oben sehe ich jemanden. Russe Mosin-Nagant. Okay, also auch ein Scharfschützengewehr. Major. Mhm. Passiv 47 Meter Entfernung. Schuss müssten voll. Hallo? Ah. Ja, toll. Ja, so sehe ich den gut. Das klappt ganz gut. Muss mich, glaube ich, so, das so ein bisschen in den Eingang stellen. Hilft ja nichts. Durchs Auge. Ganz knapp unterm Auge vorbei.
Blut hat trotzdem ganz schön gespritzt. So, jetzt sind natürlich, ist natürlich der Rest alarmiert, ist ja klar. Jetzt wollen wir wissen, wo die sitzen. Kann man so ein Ding eigentlich zu... Oh, Tatsache. Wusste ich gar nicht. Sollte man nutzen, wenn man es weiß. Oh, hi. Jetzt stirb halt. Was soll es werden? Oh, oh, oh. Ho, 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 ho. Holla, die Waldfee. Das war verdammt knapp. Da wäre es fast schon wieder um uns geschehen gewesen. Ich bin kein guter Scharfschütze, das gebe ich zu. Oh, da hinten habe ich jemanden gesehen. Tschüss. Zack. 111,3 Meter. Kann man mal machen. Weltrekord. 400 von 506. Okay. Da ist der Flieger. Sieht noch was. Könnte auch was Russisches sein. Ne? Also auf jeden Fall was von Alliierten, nichts Deutsches. Ach, die Schatten von dem Ding bewegen sich. Ah, okay. Irgendwo hier sind noch welche. Ist natürlich die Frage, wo? Kann man da rein? Nee, schade. Sah so aus, dass man da irgendwie durch könnte. Leider nicht, was soll's. Ich könnte noch da drin irgendwo sitzen. Hallo? Jetzt sind wir schon vorbei. Die Kacke. Was soll das? Ich könnte tatsächlich hier drin irgendwo hocken. Hier hoch? Nö. Nö. Auch nicht so wirklich. Oder? Kann man nicht hier hoch? Nö. Schade. Kann man nur ein bisschen Ausschau halten. Ja, ist ganz schön, aber da trifft man halt nichts. Ne? Da hinten sehe ich noch einen. Genau da. Mist. Da oben ist Feuer. Also da drüben sitzt noch einer. An den würde ich sogar rankommen. Dann müsste ich halt nur mal zeigen gerade. Gut, ich wechsle mal lieber die Position. Es könnte sein, dass die jetzt gerade hier auf dem Weg sind. Das könnte natürlich ganz gut sein. Hier hängen noch irgendwelche Bilder. Das ist aber cool. Also wir sind uns einig, dass wir noch irgendwo welche hocken. Wir wissen, dass einer da oben in dem Haus hockt. Wir wissen nur nicht, wie wir an ihn rankommen. Natürlich Deckung für Deckung voran, ist klar, aber ansonsten sieht es da, man könnte da hinten, glaube ich, rein. Ich werde, glaube ich, schon wieder leise, weil ich mich gerade auf die Geräusche konzentriere. Keine Lust habe, dass mich irgendeiner sieht, bevor ich ihn sehe. Was labern die denn da? Das klingt ja wirklich wie die Typen aus Metro. Muss man einfach mal so festhalten, es klingt wirklich so. Nicht nur, weil die auch Russisch sprechen, sondern auch vom... Das schallt ja auch so ein bisschen, das klingt original wie Metro. Ich weiß auch nicht. Ach toll, hier gehen wir jetzt wieder. Das Bett ist natürlich noch frisch. Ist klar.
Alles klar. Natürlich wieder nur ein verkacktes Ersatzmagazin für das Ding. Wie immer. Oh. Draußen ist irgendwo jemand. Ich glaube, ich sehe ihn. Drei Stück da hinten. Halt! Oh. Das sieht schwer nach einem T-34 aus. Da kommt in unsere Richtung. Das finde ich jetzt nicht so geil. Scheiße. Den habe ich ja überhaupt nicht mitgekriegt. Ich kann aber gerade mal den schnappen. Weil der ist. Der kriegt mich gerade nicht mit. Das ist ganz gut. Hat gut gesessen. Ist der Panzer noch da? Ich sehe ihn gerade nicht. Das muss aber nichts heißen. Sind ja gerade ein bisschen weiter zur Seite. Nur noch drei, wenn ich das richtig sehe. Oh! Autsch! Ohne Zielhilfe. Wenn der an den Kopf geht, ne? Krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da sind noch mehr. Wie viele sind denn da? Was ist denn da drüben los? Ist ja Wahnsinn. Ach, da ist... Ach, wir sind schon an diesem scheiß Außenposten. Deshalb sind hier so viele. Der war gar nicht so weit weg. Krass. Ich wäre hier eigentlich nur mit Markieren beschäftigt, deshalb... Willst du mich verarschen? Vorsicht. Gut, ich hab's auf... Oh, Alter! Hab ich mich verjagt. Scheiße! Das hab ich natürlich überhaupt nicht, ne? Bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Dass natürlich auch herkommen können. Alter! Der Kackpanzer ist ja auch immer noch irgendwo unterwegs hier. Boah, Alter, ey. Hab ich mich erschrocken. Der gerade wieder so schön im Bild. Die bleiben aber auch immer stehen. Ne? Au. Sieht immer 116,3 Meter. Ja, wenn es ein Kopfschuss gewesen wäre, wäre natürlich noch geiler gewesen. Das ist echt Kasperkopfschießen, ne? Nice. Der ging schön in den Kopf. Ey, wie viele sind denn da? Was ist denn da los? Man wackelt gerade das Visier so. Was ist das? Achso, klar, der Panzer, ne? Der ist ja hier auch noch irgendwo. Scheiße. Ja, was machen wir mit dem Panzer, ist die Frage. Wir könnten hier nach oben. Packen wir hier eine Stolpermine hin. Können wir hier nach oben. Vielleicht haben wir da einen guten Blick auf den Panzer. Oder... Also, naja, guter Blick ist relativ. Da drüben noch jemand. Ja. Da ist der Panzer. Gut, dass ich den jetzt gerade mal gesehen habe. Das trifft sich vorzüglich. Da weiß ich nämlich, wo der ungefähr sitzt. Kann ich hier drüber? Müsste man ja eigentlich. Naja. Da ist er. Warte mal, ich bleib mal vielleicht hier oben, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich soll nur sehen. Da ist der Tankdeckel. Wie jetzt? Der Tankdeckel funktioniert nicht. Willst du mich verarschen? Ist doch nicht euer Ernst. Okay. Das ist schlecht. Vielleicht auf der anderen Seite noch was. Der bemerkt mich ja hier oben nicht, ne? Kriegt er nicht mit, dass ich hier oben sitze. Man muss doch auf das Ding schießen können. Jawoll. Jawoll. Das war der Panzer. Jawoll.
Vorsicht. Mit ziemlicher Sicherheit irgendwelche Scharfschützen hier irgendwo rumhocken, wo ich sie nicht ganz. Also auf jeden Fall Feindmarkierungen, das hat man ja gesehen gerade. Ach, da unten. Dachte ich dann. Oh, Stolperfallen-Kill. Oh, sehr gut. Das heißt, da kommen gleich welche hoch. Ja. Ja. Ich weiß noch nicht, wie viele hochkommen. Ist da wieder jemand? Ja. Der guckt auch nicht durchs Visier. Das ist ein Luftdikus. Gut, hier im Haus ist noch jemand. Ist definitiv noch jemand im Haus. Ja, da kommt er. Depp. Kommt noch einer. Glaube ich. Ich habe jetzt irgendein Ziel erreicht. Bin mir nicht sicher. Finde die Dokumente. Okay. Ich überlege, auf die PPSH gerade mal zu wechseln, weil wir die hier sehr viel Munition finden werden, glaube ich. Ich nehme die mal. Nein, du sollst schon bei der Wache bleiben. Gut. Ja, PPSH haben wir jetzt erstmal 6 Schuss für. Mal gucken. Wir müssen doch eigentlich noch Munition dafür finden, sag mal. Wisst ihr was? So, hier unten. Huch, war ja irgendwo die Stolperfalle. Da liegt er. Shadow Depp, ne? Dumm gelaufen, wa? Nix. Wie gesagt, hier liegt halt Munition für die PPSH, ne? Aber das ist ja insgesamt irgendwie doch nicht so viel. Ach guck mal, hier liegen sogar noch Stolperfallen, das ist ganz gut. Kriegt man hier keine Munition? Natürlich nicht. Toll. Danke. Ich nehme jetzt trotzdem mal die. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich Sinn macht, aber ich denke mal, dass wir für die doch eher noch irgendwie Munition finden. Naja, nehme ich die mit. Ja, immerhin 26 Schuss. Gut, ist schon mal mehr als bei der 44. Auch wenn es natürlich immer noch nicht überragend viel ist, muss man mal so sagen. Andererseits, was soll's. Goldbahn liegt hier oben keiner. Wundert mich ehrlich gesagt. Hätte ich echt gedacht, dass hier einer ist. Ja, wir müssen jetzt irgendwelche Dokumente finden, ne? Hier trotzdem noch ein bisschen durch. Da vorne ist der Panzer. Den hat's aber auseinandergenommen, ey. Krass. Ach guck mal, hier ist noch ein Tiger. Nur das Prinzip. Weil es dafür halt die Punkte gibt. Soll man nicht vernachlässigen. Ich bin auch dafür, dass wir hier einfach so ein Maschinengewehr 42 in die Liga. Achso, wir müssen wir. Jetzt müssen wir hier halt rein, ne? Liegen hier Tote? Sieht so aus, ne? Ich meine, die sind nicht weiter verwunderlich, aber. Ja, doch, tatsächlich. Ach, ist eine Krankenstation oder sowas in die Richtung. Ja, scheint gut zu funktionieren mit den Krankenversorgungen und so, ne? Gut, könnte natürlich auch von der Wehrmacht gewesen sein. Das sieht man ja hier nicht. Von wem genau das jetzt ist. Könnte natürlich durchaus sein, dass die Russen hier dann durchgegangen sind, ne? Und haben mal hier ein bisschen was noch an Munition verteilt an die umliegenden Personen. Gut möglich.
Gut möglich. Hier ist nichts. Da liegt auch nichts da drüben. Nö, ne? Aus Prinzip. Nein, hier liegt nichts. Ja, ist eine schöne Deckung. Oh, guck mal, das Poster geht durch das Dings durch. Aber durch beide, guck mal. Bei dem einen ist es so, sieht man das so trüb durch, so ein bisschen getrübt. Und bei dem anderen geht es einfach drüber. Ah, guck mal, bei den kleinen auch. Ah, cool. Alles klar. Sehr merkwürdig. Alles klar. Mist. Jetzt wäre eine gescheite Pistole nicht schlecht. Boah. Die hauen aber auch Munition rein, ey. Glaubt man gar nicht. Eigentlich sind sie ja unsere Verbündeten, mehr oder weniger, ne? Aber ich meine, mir ist das relativ wurscht. Meine Kra funktioniert, Freunde. Würde ich mal drüber nachdenken. Gut, für die PPSH dürfen wir ein bisschen wieder was an Munition finden. Dafür haben wir ja leider keine mehr. Für die Type 99 haben wir zum Glück noch genug. Denke ich. Ich glaube, die halten uns einfach für Deutsche. Ne? Das kann natürlich sein. Ciao. Das ist natürlich gut möglich, ne? Aber gut, man kann es natürlich auch schlecht erklären, was wir vorhaben. Ich glaube, da sehe ich auch ein Problem drin. Ciao, das war der nächste. Oh. Cool, kann man sterben. Holla, die Waldfee. Puh, das ist doch zwischenzeitlich knapp geworden. Tatsächlich, muss man jetzt mal so sagen. Hier hängen auch überall russische Poster tatsächlich, ne? Vielleicht sind die Russen hier auch schon länger. Weil ich meine, die tapezieren ja nicht. Die Deutschen tapezieren ja nicht alles mit irgendwelchen russischen Dingern voll. Also würde mich jetzt stark wundern, aber. Volle Munition? Für die Railroad oder was? Ach, für die oder wie? Willst du mich verarschen? Oh hey, 10 Schuss. Hui. Ich bin begeistert. Scheißdreck. Ja, Leiche aufheben. Nö. Ja, nicht so. Lalalalala. Hier liegt noch einer. Da ist auch nichts mit. Vor allem keine Munition für die scheiß PPSH. Wo sind die eigentlich auf einmal alle hergekommen? Mal doof gefragt. Auf einmal waren hier irgendwie 3 Millionen, wieder 3 Millionen Rutsch. Russen. Alles klar. Gut. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die liegen wieder auf irgendeinem Schreibtisch. Gut. Von mir aus. Haben wir wieder die Munition für die PPSH rausgehauen. Dummerweise. Gasmaske. Schönes Bettchen. Kann man mal machen. Freunde, wo habt ihr eure Goldbahn versteckt eigentlich? Mal so gefragt. Ich guck die ganze Zeit schon, aber ich finde keinen. Ah, da liegt einer. Komm, sagt mal. Da ist eine, ja.
Gib mal her. Nimm auf jetzt. Oh, 35 von 100. Wenn wir auf 40 kommen, sind wir, glaube ich, ganz gut bedient. Ich glaube, wir kommen nicht mal mehr auf 50. So lange geht es ja gar nicht mehr. Da stehen Musin. Kann aber nicht nehmen. Dann halt nicht. Sehr interessant hier. Doch, tatsächlich. Finde ich toll. Gut. Viel war das nicht, aber es war genug. Tabun war ein Nervengift, stark und tödlich. Atme es ein, berühre es, schau es einfach nur an und du stirbst einen grausamen Tod. Wolf war der Architekt des Plans, ein chemischer Waffenspezialist. Er half den Russen, die letzten der V2 Raketen Deutschlands mit dem Zeug zu füllen. Ihr Ziel? London. Die listigen roten Bastarde würden es wie Deutschlands letzte Rache aussehen lassen. Wolf zu töten musste warten. Es gab Wichtigeres zu tun. Ich musste den Start aufhalten. Das nimmt eine interessante Wendung, tatsächlich. Muss ich zugeben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist natürlich... Tödlicher Treffer. Nicht mal Kill wollen sie hinschreiben. Ja? Was war denn das gerade? Was war denn das für eine Aktion? Kommt da zwei runter, einer schießt und geht wieder. Alles klar. Kann man mal machen. Jetzt gucke ich gerade, ob der da oben noch irgendwo hockt. Jetzt wartet, sieht nicht so aus. Wir hatten noch in der Zwischensequenz ein Gewehr 43 in der Hand. Keine Ahnung, woher das kam, aber macht ja nichts. Gut, wird halt mit den Cutscenes halt einfacher zu machen sein, schätze ich. Danke für die Munition. Bist du ein Russe? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Bei mir ist auch ein Deutscher. Ist eine Rille. Okay. Ja, Frage ist, wo ist der Typ jetzt hin? Keine Ahnung. Ja, schon mal. Ja, genau in die Deckung wollte ich. Genau in die. So, wir haben ja hier mit der höhere Vergrößerung. Das heißt, wenn jemand sitzt. Ah ja. Ja, ich hab dich auch gesehen, du Depp. Tut mir ja leid. Das war, glaube ich, ein Deutscher. Ah nee, das heißt russisches, ne? Russische Scharfschützen. Ja gut, das hat. Sah trotzdem aus wie ein Deutscher irgendwie. Also von da. Das ist schon ernst. Bam. Bam. Na gut, das dürfte eine. Ne. Oh. Hoppala. Ich würde sagen, das war der Hoden. Boah. Was ist mit euch los? Alter Schwede. Ja gut. Lass ein bisschen Blut spritzen auf dem Bürgersteig, das ist gar kein Problem. Ich habe gehört, die Stadtreinigung, die kümmert sich da schon drum. Also so ist nicht. Ich würde ja jetzt hier campen, ehrlich gesagt. Muss ich zugeben. Würde ich jetzt tun. Ich meine, gut, gerade als Scharfschütze. Campt man ja eigentlich so. Ja, ich sehe ganz toll dadurch. Gerade als Scharfschütze campt man ja eigentlich sowieso. Abgesehen davon, ne? Man sucht sich ja so seine Position, von der aus man halt dann so ein bisschen agieren kann. Insofern campt man gerade als Scharfschütze sowieso eigentlich. Sitzen doch bestimmt noch irgendwo welche in den Häusern. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ich meine, das Ziel ist noch nicht erfüllt, also muss hier ja irgendwo jemand sitzen. Ich glaube, ich habe da gerade jemanden gesehen. Ist ja. Puh, ups. Da hinten habe ich ihn jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Da hinten im Fenster, weißt du? Blöde Sau. Guck mal, ob ich ihn von hier aus sehe. Ja, da ist er.
Ja, Kumpel, ne? Du hast leider nicht getroffen. Das ist natürlich doof. Das muss ich dir jetzt trotzdem hoch anrechnen. Was hat der für eine Schussrate? Krass. Da war noch einer. Ja, ich habe da, glaube ich, noch einen gesehen. Jawohl. Das war der. Ich glaube, ich habe da im Fenster noch einen gesehen. Könnte auch der Fensterraum gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Ne, ich glaube, es war das war, was da vom Fensterrahmen noch steht. Aber das Ziel ist ja immer noch nicht erfüllt. Das heißt, irgendwo sitzt mindestens noch einer. Was ich jetzt nicht unbedingt so gut finde. Vor allem, weil ich halt nicht weiß, wie viele es genau sind. In dem Haus könnte noch jemand sitzen. Würde mich nicht wundern. Gut, wie sieht's denn? Immer noch nur 14 Schuss. Da haben wir also nichts dazu gekriegt. Glückwunsch. So, du brennst noch ein bisschen vor dich hin. Das ist ganz schön. Das machst du gut. Gefällt mir. Deinem Haus sitzt sicher noch einer. Also, ich persönlich würde mich da jedenfalls hinsetzen. Was zur... Wo? Da unten. Da hinten. Kleine Kacksau, ne? Du hast doch die Weisheit mit einem Löffel gefressen, oder was? Die Suppe der Weisheit mit einer Gabel. Oder so. Ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass man hier so, hier im Haus so ein bisschen rumzu... Was gibt? Nee, okay. Hier in dem Haus jetzt so ein bisschen zu hocken, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also auf jeden Fall besser, als auf einer Straße irgendwo rumzusitzen. So viel möchte man, kann man, denke ich, festhalten, ohne da Falsches zu sagen. Weißt du, die ganzen Häuser ausgebrannt und so, aber die Möbel stehen noch. Die sind noch gut. Das ist ja merkwürdig. Kann man da runter? Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Da ist das Flugzeug. Alles klar. Da könnte auch jemand drin sitzen. Von wo denn jetzt schon wieder? Also, mal wirklich. Von wo denn jetzt schon wieder? Oh, Alter. Oh. Ich hab's da gerade bissen. Was? Nein! Du blöde Drecksau. Mann. Scheiße. Boah, wir haben jetzt schon 21.000 Punkte. Das ist jetzt schon mehr. Das ist jetzt schon fast so viel wie in den ganzen anderen Missionen tatsächlich. Alter. 2 von 10 Goldbarren gefunden. Läuft bei uns gut, aber 2 von 5 Flaschen. Gut, ich denke, halbe Stunde passt, oder? Ich denke, wir sind besser vorangekommen als in der vorletzten Folge, glaube ich. Ja, nächster Schuss 193 Meter, ist okay. Letzte Folge war, glaube ich, mehr. 280 oder 200... 228 oder 282, irgendwie sowas war das, glaube ich. Ja, wir sehen uns, denke ich, mal wieder in der nächsten Folge, ne? Machen wir so. Bis dahin, ciao.